Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu eurer hoffentlich perfekten Sonntagabendunterhaltung. Ich war wieder auf dem Flohmarkt unterwegs, habe wieder ein paar richtig geile Sachen gefunden, habe auch wieder ein paar richtig kuriose Szenen mitgebracht und teilweise auch sehr lustige Szenen. Wer mich ein bisschen unterstützen möchte, kann hier unten gerne mal auf Abonnieren klicken. Wenn du mich noch ein bisschen mehr unterstützen möchtest, guck dir hier unten mal die Mitgliederfunktion an. Da kannst du unter anderem Videos vorab sehen, das heißt vor allen anderen, und musst nicht immer auf Sonntagabend warten. Ansonsten wünsche ich dir jetzt natürlich viel Spaß mit dem neuen Video, wird wieder richtig spannend. Noch ein paar Spiele dafür meinst du, wenn ich? Hier ist das Ladekabel. Achso. Hier haben wir die drei Spiele. Das haben sie denn da schön mit? Ja, bitte. Julia, was willst du denn für deinen Nintendo haben? Was? Also funktioniert tut das alles. Ich habe extra ein neues Ladekabel bestellt dafür, weil das nämlich weg war. Achso, okay, ja. Okay. Also 30 wollte ich schon gerne haben. Hm. Ja, ich überlege mir das mit mal. Mit Spiele, ne? Und so ist. Ja, das ist gut. Mal gucken. Alles klar. Danke erstmal, ne? Oh, darf ich mal? Was kosten deine Spiele? Hier mal echt irgendwo das Stück, weil mit Frauen Leute nicht dabei sind. Ja. Okay, danke erstmal, ja? Morgen. Ja. Morgen. Darf man mal kurz schauen bei den Spielen? Ja. Ja, und ich wusste nicht, ob sie schon fertig sind, deswegen frage ich lieber. Doch, ich hab die bloß rausgenommen, weil sie gesagt haben, sie klauen so eben so ein. Naja, das kann ich mir vorstellen. Okay, alles Mädchenspieler, das ist für mich. Ja. Okay, danke, ne? Morgen. Morgen. Hallo. Okay, danke. Morgen. Was kostet der bei dir? Ich habe gesagt, beide 150 Euro. Beide 150 Euro? Beide 150 Euro, aber gut. Ich habe nur Ladekabel, habe ich nicht. Ja. Aber Scheiße, ich vergessen. Aber das ist alles gut. Ich weiß, das ist alles gut. Keine Angst. Ja, aber 150 ist zu viel. Du sagst letzter Preis, aber richtig sagen. Aber nicht normal. Willst du okay sagen? Nur, ich will nur einen, nicht alle. Wie viel eine, du bitte? 25. Nein, Bruder, geht nicht. Aus. Meine letzte Preis 60 Euro. Ja, das ist aber 60 Euro für alten DS, das ist ein bisschen viel mehr. Aber danke. Und spiel nur ein Spiel? Machst du ein Spiel? Nein, bitte nicht. Oh, okay. Alles zusammen. Alles klar. Von euch? Steffi, ist von dir hier? Was sagst du? Die von dir hier? Ja, ja. Kann ich gucken, ja, ne? Ja, ja, kannst du gucken. Ich habe noch 5 Spiele dabei. Hier drin oder wo? Nee, nee. Ach so. In der Tasche. Und habe ich auch vielleicht schon 3. Kannst du mal schauen. Nicht mal 2 Monate genutzt. Nicht mal. Na ja. 2. Ja. Was willst du hierfür haben? Komplett. Drum und dran. Du hast auch SD-Karte dabei. Speicherkarte? Ja, Speicherkarte. Ja, ja. Sorry. Speicherkarte, Ladegerät, alles drum und dran.
Gib mir 50 Euro, kannst du mitnehmen. Zeig mal her. Was? Hast du probiert, ob die funktioniert? Sie funktioniert, ja, ja. 40 Euro kannst du mitnehmen. 30? 40. Ist nicht genug, ist nicht alte oder unfassbar. Ja, original. Naja, alt ist es schon. Also, ja. Ja. 40 Euro kannst du mitnehmen. Oh. Nee, es wird sich mir zu viel. Schade. 35, aber mehr nicht. Nee, kannst du. Ich spiele mit alles nur um 43 Euro. Passt. Alles klar. Ich wünsche dir schön. Wünsche ich dir auch. Ja. Dankeschön. Danke. Ciao. Ja, Freunde, schöner erster Fund. PlayStation 2 Slim in OVP mit allem drum und dran. Ich glaube, ihr habt es ja im Video gesehen, man konnte ja so ziemlich alles sehen, was da drin ist. Wirklich sehr schöner Zustand, auch der Controller, Konsole etc. Sieht alles sehr gut aus, habe ich mir schon angeguckt. Mit dabei dann, ja, 5 Spiele, jetzt, ja, sind wir ehrlich, jetzt sind die hier Kracher-Spiele. Und eigentlich wollte ich sie auch ja nicht haben, das hat man glaube ich auch gesehen. Er wollte ja insgesamt eigentlich 50 Euro haben für das ganze Bundle. Dann habe ich versucht 30 ohne die Spiele, weil er zu mir sagte, für so ein Spiel kann man auch mal 5 Euro bekommen. Wollte er nicht, dann habe ich versucht 35. Dann hat er mir gesagt, komm, pass auf, nimm alles für 40. Ja, war dann okay, habe ich so mitgenommen. Man hat also auch klar gemerkt, dass er die Spiele nicht gebrauchen kann und dass er die loswerden will. Wie gesagt, 40 Euro ist völlig in Ordnung. Zustand ist, wie gesagt, top, kannst du absolut nicht meckern. Was kostet der? Was kostet der? 30? Was wollt ihr hierfür haben? Kannst du mal das bekommen? 40. Okay, danke. Was können Sie ihm geben für das? Was willst du denn von deinen Spielen haben? Welche? Na, was da liegt? Ich weiß nicht, was du da hast. Wenn du willst, ja. Dann muss man sagen, ungefähr so. Ja. In der gleichen wie so. Nee. Ich muss die wechseln. Okay. Ja. Bringst du? Ja, ich komme gleich wieder. So, Chef. So, hier die drei. Die drei? Ja. Und dafür? Ich? 10. Okay. Hier. Danke. Was? 5 hätte ich dir gegeben. Das ist schon. Alles klar, danke, ja. The Magical Quest Starring Mickey Mouse für Super Nintendo. Habe ich jetzt für 5 Euro mitgenommen. Zustand ist nicht mehr ganz so schön, ist ziemlich dreckig, muss man auf jeden Fall mal sauber machen. Ist aber ein Spiel, was sich auf jeden Fall lohnt zu spielen. Wenn du mal jetzt nicht findest, nimm es auf jeden Fall mit. Also, ich gehe hin für 5 Euro. Nein, bitte schön. Hallo, wer sind Sie hier? Von euch, Herr Chef? Ja, ja. Was willst du dabei haben? 30. 30? Gib mir 7 und 9. Wir haben 5 Euro, gebe ich dir 10 Euro. Ja. 30 kann ich nicht machen. Guck mal, so überall Farbe dran hier. Okay, wie viel kannst du zahlen? Bitte? Wie viel kannst du zahlen? 20 höchstens. Gib mal 25 Euro. Nee. 25 machen wir. Guck mal, es ist so dreckig, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert überhaupt. Ich muss erstmal sauber machen komplett. Willst du mal, guck mal, hier ist schon gebrochen. Nee. Aber funktioniert. Ja, aber wenn es schon kaputt ist, ist es scheiße. Guck mal, ist er kaputt? Das ist blöd. Aber du weißt nicht, das ist nicht von drinnen kaputt, das ist von außen. Ja, aber muss ja trotzdem. Ist, wenn du Auto kaufst und überall ist kaputt und es fährt trotzdem, ist auch scheiße. Ich bin Händler. So. Ja. Ich nehme alles. Motor, Schaden, alles. Was willst du für den hier? Diese kostet. Was gibt's noch? Achso, das ist noch mehr oder was? Soll ich dir einen Preis machen? Erstmal gucken, was du hier hast. Ja, mach mal Preis. Komplett für alles? Diese 2 und diese. Da hast du gesagt 20, ne? Na, aber der ist ja kaputt vorne, das habe ich ja jetzt später gesehen. Wieso hast du schon das? Na, sag mal, was du für, nimmst für alles. Wie sagst du, du machst das nicht? Du kannst das gut. Gib mir 70. Kann dir für alles 50 kann ich dir anbieten.
Weil ich, guck mal, ich weiß ja nicht, ob es funktioniert. Hast auch keine Batterie, ne? Weil ich mache Umzug mit dem. Ich nehme alles mit dem Kopf. Ja, aber du weißt ja nicht, ob das funktioniert. Das ist immer das Blöde. Du musst ja wissen, ob es funktioniert. Ich sage, funktioniert, ich mache Umzug. Also 50 gebe ich dir für alles. Gib mir 600. Nee. Weil hier ist schon kaputt, das bringt ihn. Ja? Wieso nicht? Das ist ein PSP. Ja, Leute, und der Deal war doch eigentlich ganz geil, obwohl man im ersten Moment sagen könnte, das arme N64, totale Katastrophe. Würde ich doch trotzdem sagen, dass ich den wieder sehr, sehr gut hinbekommen habe. Ihr habt sie sehen, hier oben mal dicke Staubschicht drauf. Dann war da Farbe unten an den Füßen dran. Die ist mittlerweile auch runter. Also wie gesagt, ich habe das komplett aufgeschraubt und komplett gebadet. Ausprobiert habe ich es, wie gesagt, auch funktioniert einwandfrei. Das Einzige, was natürlich bleibt, ist jetzt dieser kleine Bruch da vorne. Aber ich denke, damit kann man irgendwie leben. Ja, dann habt ihr gesehen, während des Gesprächs mit dem Händler hat die Frau oder seine Frau oder wie auch immer das ist, noch ein paar Gameboys und ein paar Spiele auf den Tisch gepackt. Da gab es zum einen diesen Gameboy Classic hier. Da habe ich schon geguckt, der funktioniert einwandfrei. Da sehen noch die Batteriedinger hinten gut aus, also die Kontakte. Anfangs hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass unter dem Aufkleber vielleicht, ja, keine Ahnung, wie ein Schaden versteckt sein könnte. Aber ist in dem Fall nicht der Fall, sieht sehr gut aus. Dann gab es noch dazu einen Game Boy Color in so einem merkwürdigen Schutzcase, keine Ahnung. Also ich denke, wenn der da mal immer runterfällt, passiert erstmal ja nichts, weil das Ding ist fast größer als der Game Boy selbst. Ja, hier auch nochmal immer ohne gezeigt. Wie gesagt, der Zustand ist ja nicht verkehrt, hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ja, und dann gab es noch ein paar schöne Spiele dazu, und zwar genau 9 Stück. Da hatten wir zum einen Tetris, die Schlümpfe, Super Mario Land, Paperboy, Pipe Dream, ist übrigens, kann man unten am Logo erkennen, ein US-Spiel, Wario Land 3 für den Game Boy Color, DuckTales, Ariel die Meerjungfrau und Quirk. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt 50 Euro bezahlt, N64 dabei, 9 Gameboy-Spiele, 2 Gameboys. Ich denke, das war auf jeden Fall ein richtig geiler Deal. Komm, bist du hier, Falken. Aber ich bezahle, auch wenn funktioniert, kann ich keine 20 Euro zahlen. Was kostet der? Drinne, richtig. Voilà. Ja. Was kostet der? Diese von 10. 5 und 10? Nein, 10. Ja. Hast du diese 10? Nein. Komm schon. Chef, was willst du für deine Kontrolle haben? 20 Prozent. Hier leuchtet. Ja. Das ist alle in Ordnung. Ich wollte getestet, wir haben nur zu viele. Achso. Was sagt er? Er hat zu viele davon. Gib mir mal auch eine in der Hand, ich will mal gucken. Was ist das für eine Farbe hier? Oh, das ist nur Dreck hier. Oh nein, ey, da wenigstens ist ein Barbie-Spiel dabei. Nee, ist er nicht. Nee, das ist ein Leid. Das ist ein Leid. Das ist auch geil. Das ist auch ein normaler DS. XL, aber. Ja, aber 70 Euro. Und nur der hier? Was willst du für ein Spiel haben? Hm? Was willst du für ein Spiel haben? Bin nur komplett verkauft, wirklich. Nur komplett? Ja, das wird schwierig, glaube ich. Okay, danke erstmal, ne? Okay. Was kriegen wir denn für Ihre Sachen hier? Was wollen Sie pro CD oder hier Spiel haben? Für das Spiel 2 Euro. Ja, dann nehme ich die mit. Achso, warte mal, mal gucken, ob halt drin ist. Jo, dann gab es noch einmal Resident Evil für die Wii. Einwandfreier Zustand, Anleitung ist da, Begleitheft ist da, CD sieht sehr gut aus. Denke mal für 2 Euro auf jeden Fall ein geiles Schnäppchen. Der sieht ja auch aus fancy. Was wollt ihr für den haben? 10 Euro. 10. Na was denn nur? 5, 10, 15. Also 30. 10. Ist das deins oder ist von ihr? Gemischt. Dann muss ich mit dir Preis machen. Ach, mein Sohn, ich bin ja. Das ist gut, nicht kaputt. Dann 10 Euro, leicht, ich hab gesagt. Nein. Machst 7? 7? Ja? Ja. Kein Mensch weiß hier Bescheid. Hey, und dann Verwirrung des Todes. Ich habe keine Ahnung, wer da überhaupt irgendeine Ahnung von irgendwas hatte. Ihr habt es ja gesehen, ich wollte den Controller haben.
da irgendwie mal auf einen Preis oder auf einen Nenner zu kommen, habt ihr gesehen, war die totale Katastrophe. Der Nachbarstand meinte hier dit und dit, denn sie selbst meinte dit, die Tochter meinte dit. Also das ist ganz famos, was da abging. Auf jeden Fall handelt es sich hier um diesen Controller. Ich glaube nicht, dass er original ist. Also klar, das Innenleben, denke ich, sollte schon original sein. Aber das Housing, denke ich, ist Nachbau. Weil ich habe mal online ein bisschen geguckt und habe nichts gefunden, wo irgendwie so ein Controller auftaucht. Funktionieren tut er auf jeden Fall einmal frei und ich denke, für 7 Euro ist das auch völlig in Ordnung. Oh Mann! Bist du Chef hier oder? Wo ist er denn? Was willst du? Bitte? 120. 120? Ja, du weißt schon, dass das, wie das aussieht, ja? Das ist nicht mehr so schön. Ach, ich hab nicht sauber gemacht. Ja, aber das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur Dreck, das ist ja auch Kratzer und alles. Ach Mann. 120 geht auf gar keinen Fall. 25. Ist ja nichts. Hast du hier noch Zubehör oder ist komplett ohne? Nein, nur das hier. Das ist neu. Und wie teuer? 10 Euro. Aber ohne Zubehör ist das scheiße. Muss mal kurz, lass mich mal gucken. Oh, guck mal, hast du hier oben nichts. Ja, aber weiß ja nicht, ob funktioniert, ne? Funktioniert. Woher weißt du denn das? Ich weiß nicht. Ist nicht kaputt. Ja, weiß ich nicht. 5 Euro vielleicht, aber mehr nicht. 7? Nein. Okay, geht 5 Euro. Ja? Dann die lose Wii. 5 Euro habe ich jetzt bezahlt dafür. Habt ihr gesehen, er wollte ursprünglich 10. War mir für eine lose Wii aber auch ein bisschen zu viel, weil das ja auch immer so ein bisschen so ein Risiko ist, funktioniert die oder nicht. Er meinte natürlich, die funktioniert. Ich habe gefragt, warum. Er sagt, na, weil ich es weiß. Das ist für mich jetzt nicht so die geile Aussage, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber ich denke mal, für einen Fünfer kann man da erstmal das Risiko eingehen. Ich habe die jetzt zu Hause ausprobiert. Funktioniert einmal frei, da kannst du absolut nicht meckern. Oh! Ist gefährlich hier der bei dir. Kann man es hier rauf, Ding? Ist okay. Kannst du die mal kurz? Guck mir so bekannt vor. Ja, ist immer so eine Sache, ob das komplett ist. Das ist komplett. Mal sehen. Hey, oh, erstmal, was kostet das? Gib mir 5 Euro. Mal gucken, vielleicht nachher, ja, danke. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das haben will. Ich muss erst mal gucken. Ist das schon schön, oder was? Ja, ah, ja, die ist zerkratzt. Wollte ich Spiele? Ach, ich hab 10 Stück. Was hast du da noch? Hier, wer lang. Soll ich zeigen? Ja, zeig mal. Zu Dings machen? Facebook. Facebook? Kannst du reinmachen. Oder Westland? Oder ist bei dir. Nicht da, das du auch so Anzeige machen. Nein, nein, da nicht. Spock, da geht auch 18. Ja, Spock geht auch. Dankeschön, Jungs. Ja, dann mach ich. Hallo. Ja? Hä? Adidas, ja. Guck mal, hier ist gar nichts drin. Gar nicht drin? Nee. Das ist schmeiße weg. Hier ist auch leer? Leer, dankeschön. Dann leer hier zur Seite. Hier ist noch Call of Duty Black Ops. Was willst du haben für deine Spiele? Für alle? Nee, nicht alle. Alles zu viel. Schlag was vor, ich gebe gerne mit. Also 2 Euro pro Stück. 2 Stück ist sagen? 2 Stück 5 Euro? 4 Euro? 5 Euro pro Stück. Nee, nee. Danke. Was ist hier noch? Na gut, 5 war ja? 5 war alles klar. Dann gab es jetzt noch diese 2 PS3-Spiele, einmal Resident Evil und einmal Call of Duty Black Ops 2. Zustände sind beide völlig in Ordnung, hier ist die Anleitung so ganz leicht zerknickt, hat so ein bisschen Eselsohr, CD sieht aber einwandfrei aus. Und bei Call of Duty Black Ops 2 ist auch die Anleitung dabei, so ein Begleitheft und die CD sieht auch einwandfrei aus. 15.
15? Das mit Ladegeräte für ein Joystick. Achso, ja. Joystick und diese Haube. So. Gib mir 10 Euro. Mehr die spielen. So. Und was kostet das? Nein. Das ist okay. Nein, 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 gib mir. Ah, mit 100 Euro? Komplett, mit Dato. Ich bin hier unterwegs also. Diese vier Joystick, diese Afro, da. Gut, so. 120. Achso, Martina. Was? Naja, 100 Euro kann ich nicht machen. Und machst du nur einen Controller, oder? Ich hab einen Controller verkaufen, 15 Euro, Stück. 15? 15, Stück. Das hier? Achso, nee, das ist mir zu viel. Ja, kein Problem, alles gut. Da ist ein Underground 2 bei. Ich hab hier noch. Da hast du noch mehr? Ja. Zeig mal her. Ja, die habe ich schon gesehen. Aber. Was willst du haben für deine Spiele? 3 Euro Stück. GTA 5, PS3? Für mich nicht. Batman Begins? Kenne ich gar nicht. Die CD ist nicht mehr so gut, glaube ich. Wieder eine Arbeit, eine nicht. Probieren. Siehst du das? Ja, die CD ist leider nicht mehr gut. Aber danke, ja. Da musst du durch. Oh, die Hülle ist absolut widerlich. Oh, weia. RIP-Spiel! Alter, was ist das denn hier? Oh, das sieht aber noch gut aus. Funktioniert die noch? Funktioniert, gut. Scheiße, ey. Boi, moramo, po. Ja, Freunde, und mit dieser geilen Szene verabschiede ich mich für diese Woche von euch. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben für mich da. Wenn ihr genauso auf Retro stehst wie ich, gerne noch ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja.